Seit Freitag führen wir hier Grenzkontrollen durch. Damit soll verhindert werden, dass Straftäter bzw. auch gewaltbereite Demonstranten nach Hamburg zum G20-Gipfel durchfahren können. Wir suchen sicherlich nach Gegenständen wie zum Beispiel Waffen, Schlagstöcken, Reizstoffsprühgeräten, die man natürlich auch teilweise mitführen darf, wenn entsprechende Genehmigungen vorhanden sind. Wenn nun aber angedeutet wird, ich möchte zum G20-Gipfel fahren, um dort an einem Camp teilzunehmen, dann ist das schon ein Grund, diese Person eben nicht durchreisen zu lassen. Wir haben eine Menge von Fahndungserfolgen gehabt. Es werden Drogen aufgefunden, Waffen wurden aufgefunden. Das reicht von kleinen Waffen. Verschiedene Messerarten haben wir aufgefunden. Und obendrein wurden verschiedene Drogenfunde getätigt. Personal ist logischerweise in erhöhtem Maße hier gebunden. Wir haben Unterstützungen aus benachbarten Inspektionen. Die Kontrollen finden rund um die Uhr statt, also von 0 bis 24 Uhr. Aber das Personal wird in entsprechenden zeitlichen Abstand gewechselt. Das THW ist mit eingebunden. Nacht ist logischerweise dunkel und das THW stellt für uns die Beleuchtungseinrichtung sicher. Da sind wir auch sehr dankbar für, dass das so auf unproblematische Art und Weise geschehen kann. Diese Kontrollen werden bis zum 11.07. durchgeführt und wie gesagt, ich hoffe, alle Kollegen heil und gesund nach Hause zu ihren Familien zurückkehren können.